Hallo und herzlich willkommen hier bei euren Rob auf dunkelrefugium.de gegen einen Protoss, ein PVZ gegen den SVOO auf einer riesengroßen Map. Wir machen heute einfach mal die Double Expansion. Was soll's? Scheißegal. Double Expansion. Good luck, gefahren. Er wird bestimmt auf Flieger gehen, wie üblich gegen Zerg. Also ein normales Gate und dann Stargate. Ist eigentlich Standard. Opening. Oder Two Gate und dann auf jeden Fall kommt irgendwann kommt noch ein Airport dazu. Wir werden bei 14 die Hedge nehmen, oder? Ne, wir machen bei 16 die Hedge. Und dann bei 19 die Hedge. So, Overlords können schon mal losfliegen. Jetzt machen wir bei 17 die Hedge und dann bei 19, egal. So. Und spielen dann gleich mal Hydras. Habe ich schon gescoutet? Nein, habe ich nicht. So, dann gucken wir mal hier rum, dann gucken wir da rum. Drohen noch zweimal hoch und nehmen bei 18 die nächste Hedge. Das heißt, wir nehmen sie einfach mal hier. Sonde kommt. Wird es den Cannon Rush? Wir wissen es nicht. Er kommt nicht hochgefahren, dann gucken wir mal hier runter. Nicht, dass doch irgendein Schieß kommt. Na, wo ist er hin? Hat er schon das zweite Gas? Doppelgas, was kommt hier hinten? Kybernetic Core. One Gate. Ist irgendwo ein Proxy. Gucken wir noch mal rum. Könnte ein Proxy-Flieger kommen. Theoretisch oder irgendwo eine Hidden Base. Die nächste Overlord fliegt dann einfach mal dahin. Wir machen munter am Pylon weiter und gucken nochmal hier hinter, was die Sache ist. Finden wir schon irgendwas? Noch ein Warp Gate. Wir hätten mal hier eine Drohne an. Gucken, wie er reagiert. Adept kommt. Adept Opening also. Bauen wir eine Queen. Und dann nehmen wir das Speed Upgrade. Und dann bauen wir halt mal. Oh, was macht ihr? Ihr macht gar nichts. Nicht gut. Ihr macht was. Sehr gut. Bauen wir ein paar Linge. So, Speed ist noch nicht ganz. Dauert noch ein bisschen. Noch ein paar Drones und noch ein paar Linge dazu. So, wir können injecten, wir können hier noch eine Queen nehmen. Und wir bräuchten hier noch eine Queen. Und wir spielen einfach mal noch einen Bailing Bus dazu. Denn gegen Adepten sind Bailinger eigentlich recht gut und gegen. Oh, die hat sogar überlebt, oder was war das mit der Drohne? So, hier noch eine Queen dazu. 1, 2 Overlords dazu. So, und dann müsste theoretisch bald der Flieger kommen. Das heißt, wir nehmen einfach mal ein bisschen Flugabwehr. Provisorisch. Noch mehr Linge dazu. Baning Nest ist durch, einmal frei. Injects können wir noch nicht setzen. Hier können wir injecten. Hier kommt die Queen erst. Noch mehr Linge dazu. Injecten können wir immer noch nicht. Gucken wir mal ein Stück vor. Was Sache ist. Und werden vorne Bailing gemoben. Los, Queen kommt. Er will mich pushen.
müsste theoretisch alles verlieren. Wenn er jetzt nur die Base haben will. Okay, hat alles verloren. Wir gucken vor. War das jetzt ein One-Base-Push? Oder ist es Two-Base? Und alles muss vor. So, dann sind wir oben schon drin. Einfach mal aufgeberstet. GG, und da ist das Spiel auch schon vorbei. Ein schnelles Spiel gegen einen Protoss, der mich one-basen wollte, oder ich weiß nicht, was er tun wollte. Wir können nochmal die Grafen mal gucken. Wer hat der Armee? Er hatte mehr Armee, hat aber anscheinend schlechter gefightet. Gut, ich hatte halt auch den Konter eigentlich. Gegen Immortals und Stalkers sind halt Linge schon der gute Konter. Und ich hatte halt viele Linge. Hab zwar die Base verloren, aber scheißegal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin. Und das sind wir auch schon. Ich hoffe, irgendwas hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Daumen nach oben gebt. Da wie immer könnt ihr unten links gerne kostenlos abonnieren, oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts eines unserer anderen Projekte. Bis dahin, schaut euch morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.